Hallo Leute, ich bin's der Fabian von Silverfeld Games and More und wir spielen mal wieder eine Runde Hearts of Iron 4. Wir sind jetzt hier mal wieder in Afrika oder immer noch in Afrika. Von unseren 5 Kavalleriedivisionen sind noch 2 übergeblieben. Der Rest hat es leider nicht geschafft. Ich werde die jetzt, ihr seht schon, ich habe die jetzt hierher verlegt, die 2 Häfen hier bewachen lassen, garnisonieren lassen und ja, mal sehen, ein bisschen unterstützen, also die Italiener unterstützen bei der Verteidigung von Afrika. Ansonsten, ja, sage ich mal, passt das soweit hier unten eigentlich. Hier erobern wir immer mehr für unsere italienischen Freunde zurück und ja, wir haben ein bisschen erforscht, wir haben neue Flugzeuge, also ein neues Flugzeug erforscht, wir haben ja, was haben wir noch gemacht? In Schweden, das zeige ich euch gleich, ein bisschen sind wir ein bisschen vorangekommen und so. Ansonsten ist nicht so viel passiert in der letzten Folge. Wir haben den Fritz Todt noch als Berater hier genommen, rangeholt, damit die Landbefestigung schneller gebaut wird. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ist nicht so viel passiert mehr. Ja. Und jetzt ist hier dummerweise noch eine Einheit eingeschlossen. Ja, mal gucken, ob wir die hier befreien können. Ich denke schon. Und ja, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir das hier ein bisschen besser hinbekommen in Schweden. Wir wollen hier ein bisschen vorankommen. Ja, ansonsten haben wir noch Fabriken, freie Fabriken. Ist nicht schlimm. Wie gesagt, die Waffen können wir immer gebrauchen. Die greifen jetzt diese eine Einheit an. Und dann haben wir wieder einen Flottenbericht. Ja, okay. Ist nicht so dramatisch. Wir haben hier noch einen Flugplatz. Ich werde hier mal ein paar Jäger noch stationieren, wenn ich welche über habe. Sich mal um den Luftraum hier kümmern. So, das passt an sich. Hier war ein Flugplatz. Genau. Da können wir mal unsere Flugzeuge verlegen. Und ich denke, ich kann jetzt
das löschen. Okay. Mal gucken, ob wir noch irgendwelche Jägerasse haben, die wir vielleicht unterbringen können. Nee, haben wir nicht. Große Schiffe auf geringe Stärke. Aber dummerweise stehen die auf niemals reparieren, warum auch immer. Ich hoffe mal, dass jetzt unsere Schiffe nicht noch dort untergehen. Das werden wir aber sehen. Zwei große Kampfschiffe verloren. Ja, die versuchen sich zu retten. Mal sehen, ich denke, das kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Aber wir sind jetzt in unsere Panzer hier eingeschlossen. Sehen. Ich denke, die kriegen wir da schon raus. Wie sieht's hier aus? Ja, die bekommen das auch hin. Und wir hatten ja hier noch unsere Bomber stationiert. Die werde ich mal wieder zurückholen. Gut. Unsere überschweren Schlachtschiffe haben zumindest überlebt. Und ich denke, dass ich jetzt erstmal unsere Flotte im Hafen lasse, auf jeden Fall. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier vorankommen, würde ich mal so sagen. Ja, Panzer brauchen wir natürlich jede Menge, ihr seht es schon. Zerstörer brauchen wir auch jede Menge. Schauen. Dass wir auch eine vernünftige Front aufbauen können. Die können dorthin.
versuchen wir mal einzukesseln so ein bisschen. Ja, ich denke, dass wir das hinkriegen. Die Einheit hier können wir ganz gut verfolgen. Ich schaue jetzt noch mal kurz in Afrika, wie es dort wieder aussieht. Ja, es ist ganz okay. Jetzt sind noch ein paar mehr Truppen, gegnerische Truppen da. Okay, hier unten sieht es gerade momentan richtig schlecht aus, muss ich mal so sagen. Die sollen sich mal zurückziehen. Ja. Diese dorthin. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Wie es in Schweden aussieht. Es ist jetzt immer hier so ein Hin- und Hergespringe zwischen den Fronten. So. Und könnten wir schon mal unsere Flugzeuge. Wie viel haben wir hier? Das ist auch bloß ein kleiner Flugplatz. Mal gucken, ob wir noch ein paar hätten. So. So.
Das passt auch soweit. Da kann auch hier hin. Ja, dann haben sie alles ein bisschen mehr Reichweite. Die Bomber, die brauchen nicht so viel Reichweite, die können dort bleiben. Ja, die kann ich eigentlich hoch hier lassen. Und da verlegen wir nur die. Ja, so dürfte das passen. Zwischendurch, wie es mit unserem Panzer aussieht. Ja, 68 brauchen wir noch. Jetzt noch 45, also wir produzieren echt gut mittlere, nee, leichte Panzer. Dann sind unsere Divisionen auch mehr verstärkt. Wir haben jetzt sogar noch eine freie Schiffswerft. Da muss ich mal gucken, wie die Forschung aussieht. Die brauchen noch 34 Tage. Das ist nämlich bestimmt, ja genau, der leichte Kreuzer gewesen. Dann machen wir noch mal einen Zerstörer. So. In die Kriegsmarine und zwar einen. So, Zerstörer, lass mal hier 10 bauen. Und ja, jetzt frage ich mich zwar, warum ich so viel Öl brauche. Ist irgendwie eine Raffinerie kaputt? Nee, eigentlich nicht. Normal müsste ich sogar noch Öl dazu bekommen haben. Verstehe ich nicht ganz. Widerstand in besetzten Gebieten. Okay, das müssen wir jetzt so langsam garnisonieren. Die können aufhören zu trainieren. Die sollten, bei wem sollten die dazu? Ich glaube beim Heinz Guderia. Genau. So. Und die Garnisonierung. Jetzt brauchen wir 50 Divisionen zum Garnisonieren. Wenn wir das hier wegnehmen, 43. Okay, das bestimmt, weil es noch nicht uns gehört. Ja. Dann schauen wir mal wieder hier runter. Hier geht es eigentlich soweit klar alles. Die bewachen noch das Gebiet. Die sind fliegen dummerweise hierher.
hier ihren Einsatz bringen. Okay, wie sieht's hier aus mit unseren Panzern? Die bewachen hier das Teilstück. Das bringt nichts. Dann werde ich mal einen Panzer von hier abziehen müssen. Eine Einheit. Und ja, wo verlegen wir die hin? Hier hin erstmal. Wow, das ist echt lange. Naja, ich denke, das kommt aber, passt aber soweit, das geht klar. An sich könnten wir mal gucken, wie es jetzt mit den Bunkern und so hier aussieht. Das ist okay, die Radarstation dort. Wir hatten hier die Radarstation aufgebaut. Hier haben wir auch schon ein paar. Ist auch ganz gut. So. Hier wird die Bunkerkette weiter fertig gebaut. Ja, die Hälfte haben wir sozusagen auf Stufe 5. Fast fertig. Nicht zugewiesene Division. 5 Kavallerie-Divisionen. Gut, die sind trainiert. Ansonsten passt das schon. Ich sehe gerade, mir fehlt motorisierte Ausrüstung. Da brauche ich noch was. Könnte man jetzt abwarten, ob ich was von den Schweden bekomme. Sozusagen erobere. Oder wir machen so, packen da welche rein. So. Dann brauche ich auch wieder Öl. Entschlüsselung haben wir fertig erforscht. Ja, wir könnten jetzt zur Rechenmaschine, das ist auch noch in der Zeit voraus ein bisschen. Radarstufe 2 benötige ich nicht. Ich würde jetzt den Panzer 4 erforschen.
Ja. Ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus, denke ich mal, in Schweden. Wir haben wieder ein bisschen Land gut gemacht. Ich könnte rein theoretisch sogar noch Truppen hochschicken. Ich habe ja den Erich von Manstein hier unten noch, aber den möchte ich eigentlich ehrlich gesagt lassen, falls ich wieder irgendwo eine Landung habe. Wie zum Beispiel hier ist ein britisches Schiff. Das könnten wieder Truppen sein, die irgendwo anlanden wollen. Ja, das werde ich lassen. So. Gucken wir mal nochmal hier vor, wie das hier aussieht. Ja, okay, das würde ich jetzt vermeiden. Die ziehen sich nämlich auch zurück. Würde ich sagen, ziehen wir uns auch mal zurück. So, die sollen sich mal nur hier. Ja, und dann versuche ich mal hier oben so eine Front aufzubauen. Mal gucken. Fall mal ein bisschen zurück. Ist aber nicht so weiter dramatisch, denke ich. Ja, ansonsten würde ich sagen, was? Oh, hier oben haben wir wieder feindliche Truppen. Das ist natürlich gar nicht gut. Jetzt weiß ich auch, warum sie von unten so einen Druck machen. Okay, das klären wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und ich würde dann, ja, sagen, wenn euch das Video gefallen hat, liked es oder schreibt es in den Kommentaren. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann wieder, wenn es heißt Let's Play Hearts of Iron 4. Macht's gut, Leute. Ciao.